So, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Indie-Horror-Game. Es heißt Scream Man. Das Spiel gibt's kostenlos auf Game Jolt und soll, glaube ich, so ein bisschen Slender-mäßig inspiriert sein. Ja, ich weiß, manche von euch können es nicht mehr sehen, aber geben wir dem Spiel eine Chance. Ich bin ja immer offen für neue, kleine, lustige Games. F to put on the light. Okay, jetzt funktioniert's übrigens auch. Ich habe gerade schon mal aufgenommen und man hat... Ich weiß nicht, was der Entwickler mit der Steuerung gemacht hat. Ich musste gerade Z drücken, um vorwärts zu laufen, statt W. Da musste ich erstmal die Tastenbelegung umkonfigurieren und jetzt läuft's schon deutlich besser. Nun denn. Okay. Oh, was wunderschöne... sind das hier Nordmantannen? Hier diese beliebten Weihnachtsbäume? Ich glaube schon. Hübsch, hübsch, hübsch. Ich glaube, gemacht ist es mit Unity. Aber irgendwie kann ich immer noch nicht so richtig... Ich weiß nicht. Es ist komisch zu laufen in diesem Spiel. Ich kann nicht rennen. Ich kann auch nicht springen. Und ich weiß nicht, was uns hier verfolgt. Pick up? Was soll ich denn hier aufpicken? Hier ist doch gar nichts. Okay. Ich habe was eingesammelt. Schön. Ich habe zwar nicht gesehen, was. Habe ich den Stein eingesammelt? Den Felsen? Ich weiß es nicht. Auch grafisch ganz hübsch für so ein kleines Indie-Ding. Ich sehe hier nichts. Es leuchtet was. Muss ich hier Orbs einsammeln? Okay, auf jeden Fall. Sammle das Licht ein und du wirst im Himmel landen oder so. Auch wie auch immer. Nun denn. Ach, guck mal hier. Gänseblümchen, ist das süß. Wäre die Musikkulisse nicht so bedrohlich, hätte ich gar keine Angst. Oh, da vorne leuchtet's wieder. Okay, ich höre einen Herzschlag. Was ist das? Kommt jetzt gleich hier der langarmige, dünne Mann. Der bleiche, langarmige, dünne Mann. Ich meine nicht Jan Böhmermann, ich meine den Schlendermann. Da ist wieder... Ah ja. Ich mach mal lieber meine Taschenlampe aus, irgendwie. Sagt mir mein Gefühl, es ist besser so. Oh, da sehe ich jetzt endlich auch mal die Schriftrolle. Okay. Und bisher schlecht zu sehen, weil sie immer im Gras versteckt war. Okay. Der Herzschlag wird wieder ruhiger. Wir werden wieder ganz gechillt und so läuft das. Nichts zu sehen bisher, außer ein bisschen Creepy-Mucke. Oh. Bum, bum, bum. Cooler Beat. Vorne sehe ich es schon wieder leuchten. Und da auch. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist auf jeden Fall leichter. Mich erinnert das Spiel ein bisschen an The Forest. Hieß es? Also nicht This Forest, sondern ich glaube Forest 2 hieß es damals. Dass ich am letzten Heiligen Abend auch in einer Weihnachtsversion gespielt habe. Da hieß es allerdings, ich glaube, Darth Santa. Ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft. Oh, jetzt habe ich euch gespoilert, falls ihr das Video noch nicht geguckt habt. Oh Gott, Schande auf mein Haupt, sorry. Jedenfalls, das sah optisch auch sehr schön aus. Noch schöner als das hier auf jeden Fall. Bum, 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 bum. Heartbeat. Da ist der nächste. Na komm. 6 von 8. Supi. Jetzt bin ich ja glatt mal erschrocken. Wer war das denn? Das sah aus wie eine Mischung aus Buddha, der Belzebub und Meister Proper. Gefällt mir. Nochmal. Vor allem kam es so unverhofft.
Aber unverhofft kommt oft. Scheiße! Okay. Challenge accepted. Das versuchen wir noch einmal. Ich denke, ich muss ein bisschen mehr auf die Herzschlagfrequenzgeräusche achten und... Und dann läuft der Hase. Aber was wunderschöne Tannen hier. Dann rate ich dem Entwickler es schon mal... ja, vielleicht gibt es dann auch eine Weihnachtsversion. Dass uns hier der Santa verfolgt und hier alles wunderschön Winter Wonderland ist. Würde ich dann am Heiligen Abend auf jeden Fall hochladen. Weiß ich gerade nicht, was hilft dem zu entkommen. Taschenlampe aus? Könnte sein. Oder wenn der Herzschlag irgendwie schneller wird, die Richtung ändert. Könnte auch helfen. So, da vorne leuchtet es wieder. Ich dachte schon. Ich finde hier gar nichts mehr. Oh, oh, es wird schneller. Alter. Hi. Aber es ist schön, wieder das klassische Prinzip, das wir seit vielen Jahren kennen. Vor allem die Nummern der Dinger, die wir einsammeln müssen. 8 natürlich, die magische Zahl. Okay, das Prinzip ist altbacken, aber der Jumpscare, der war jetzt schon überraschend. Weil ich bis dato ja auch nicht wusste, ob und was hier hinter uns her ist. Aha. Da ist einer. Komm zu mich. Dankeschön. Da ist direkt der Nächste. Jetzt geht's aber rund hier. Hep. 3 erst. Ach ja, wer weiß, was hier passiert, wenn ich alle 8 eingesammelt habe. Dann geht hier die Partybeleuchtung an. Die Freunde kommen hinter den Bäumen hervor und rufen alle Happy Birthday! War alles nur ein Scherz. Wer weiß. Sorry, ich rede nicht. Hallo! Okay. Das Spiel ist schwer. Aber Jumpscares sind nicht schlecht. Hätte ich nicht geglaubt. Okay. Ja, ihr könnt selbst spielen, kostenlos. Klickt einfach den Link unten in der Videobeschreibung an und holt's euch. Ja, mir reicht's. Das war Screamen. Der Einzige, der hier gescreamt hat, war ich. Obwohl, der Meister Propp hat da ein bisschen rumgeschrien. Ja, gar nicht mal so schlecht. Halt ein kleines kostenloses Spielchen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye, bye.